Hallo, ich bin Mariana von Move 36. Und ich bin Sophia. Wir backen heute Kreppeln, die Faschingszeit steht bevor. Und Tante Lotte hat uns neulich das Rezept verraten. Und das backen wir heute nach und probieren es einfach mal aus, ob wir das auch so gut hinbekommen. Und los! Und als Zutaten brauchen wir Mehl, 1,5 Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm Zucker, 3 Eier und 250 Gramm Quark. Und 6 Esslöffel Öl. So, wir fangen an und tun erstmal alle Sachen außer Backpulver und Mehl in die Schüssel. Also Vanillezucker, den Quark, Zucker, Öl. Jetzt könnt ihr mit eurer Küchenmaschine oder von Hand einfach alle Zutaten verkneten. Jetzt fehlt natürlich doch das Mehl mit dem Backpulver. Und damit es keine Klümpchen gibt, wird das durchgesiebt. So, fertig. Und jetzt zum ordentlichen Teig verarbeiten. Der Teig ist fertig, jetzt können die Kreppel gebacken werden. Tante Lotte macht das mit einem Topf. Wenn ihr eine Fritteuse habt, dann könnt ihr die natürlich auch nehmen, das ist ein bisschen einfacher. Dann legen wir gleich mal los. Wenn ihr das im Topf macht, könnt ihr entweder wie Tante Lotti ganz einfach... Was hat sie gemacht? Achso, ein kleines Stückchen vom Teig reintun. Und wenn der dann wieder auftaucht und schön blubbert, ist es heiß genug. Wenn euch das aber zu sauereich ist, nehmt ihr einfach einen Kochlöffel, haltet den rein und wenn der Kochlöffel, ganz wichtig, aus Holz Blasen wirft, hat das Fett genau die richtige Temperatur. Tante Lotte nimmt einen Löffel und ein Messer dafür und portioniert die Kreppel. Die nimmt sich dann einfach so einen Teigklops und formt ihn zu einer Kugel. Da sie das schon seit 50 Jahren macht, ist sie natürlich etwas geübter darin als ich. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann auch einen Eisportionierer nehmen. Und jetzt darf gefuttert werden. Also wir finden sie lecker. Backt sie doch mal nach und schickt uns eure Erfahrungen. Wenn du stirbst, wirst du dich in 1000 Sterne zerstreuen und jeder, der in die Nacht blickt, wird sich in die Nacht verlieben.